Hallo Leute, hier ist Movement Tony und heute mache ich mal wieder ein Let's Play Together, heute mit dem Mr. Capscreen. Guten Tag. Ja, und dann mal gucken, ob wir hier einen Gildenkrieg haben auf S22. Nein, schade. Ah, ich hab da recht ein. Fällt mir gerade auf. So, eben noch den Sound runterstellen. Das ist immer ziemlich nervig. Ja. Weil wenn man dann irgendwie mal, keine Ahnung, irgendwas C-Cleaner oder so rüberlaufen lässt, und dann hat man vergessen, es einzustellen da und dann sind die Einstellungen alle weg und dann darf man das jeden Tag neu machen. Ja. Hier auf dem französischen Server S9 habe ich jetzt einen Gildenkrieg gefunden gegen die Gilde Heiko. Mal gucken. Spielst du auf ausländischen Servern so? Ja, also nur auf dem jetzt. Ach so, ist der jetzt irgendwie neu gewesen oder so? Oder hat das jetzt irgendeinen bestimmten Grund? Weil der Darky von YouTube, der hatte da eine Challenge gemacht und ich wollte eigentlich daran teilnehmen, aber ich wurde dann halt nicht dazu ausgewählt. Aber den Charakter hatte ich schon gemacht und dann dachte ich mir, ach, kann ich ja den auch weiterspielen. Ist ja, hat ja nichts Schlimmes oder so. Ach so, ja, stimmt. Stimmt, der hatte irgendwie so eine Challenge. Ja, naja, okay. Habe ich nur am Rande irgendwie mitbekommen. Auf welchen Servern spielst du jetzt alles? Also so allgemein spiele ich auf viel zu vielen Servern, wenn man es so nimmt. Also da habe ich eigentlich viel zu viele Charaktere. Aber im Moment spiele ich so drei wirklich aktiv. Das ist einmal S7, einmal S24 und einmal S27. Okay, ich spiele jetzt auf keinen von den Servern. Ich spiele auf S22 und S25 und halt auf dem französischen S9. So, S22 habe ich, glaube ich, auch einen Account. Über 100 müsste der auch sein. Und ja, S25 habe ich aufgehört, weil ich da irgendwie nur 100 Alu gespielt hatte. Und dann hatte ich auch keine Lust mehr, weil dann halt der S27 kam und so. Und da musste ich Platz schaffen. Ich kann nicht über drei Charaktere aktiv spielen und es geht nicht. Achso. Wobei man dann natürlich eigentlich auch sagen muss, dass ich eigentlich, also auf S7 ja nur 100 Alu spiele und auf S24 dann halt meistens so 200 bis 300, je nachdem, wie es dann gerade so passt in den Tag. Und auf S27 muss ich 300 Alu spielen. Da führt nichts dran vorbei, da muss ich dann notfalls auch die Happy Hour dann durchpilzen. Ja, ich spiele auf allen drei Servern, auf denen ich spiele, nur 100 Alu, weil, ja, kein Geld dafür. Ja, es ist eigentlich immer so eine Sache, muss man sich dann auch überlegen, so, weil, okay, S&F ist auf jeden Fall ein sehr geldintensives Spiel, sage ich mal. Und ja, da muss man sich dann natürlich, muss man direkt abwägen, so, okay, wie viel will ich dafür ausgeben? Besser gesagt, will ich dafür überhaupt irgendwas ausgeben? Und okay, irgendwie ist es bei mir dann zu einem Hobby geworden so und deswegen denke ich, das ist eigentlich ganz okay, aber es ist auf jeden Fall natürlich zu viel für mein Alter, aber naja, andere weiß ich nicht, schmeißen ihr Geld woanders zum Fenster raus, also das ist, gleicht sich dann irgendwann aus. Ja, hätten sich noch die drei, hätten sich noch drei von unseren Leuten gemeldet, die nur sich nicht gemeldet hatten, dann hätten wir diesen Gildenkrieg jetzt gewonnen, obwohl die uns angegriffen haben. Ja, aber leider ist nichts geworden. Ich bin hier der viertniedrigste vom Level her in dieser Gilde. Toll. Mir fällt gerade auf, dass wir gegen die, ich weiß nicht, ob vielleicht manchen Zuschauern was, das was sagt, aber wir haben auf jeden Fall gegen die Frozen Flames gewonnen auf S27. Und wir waren nur 35 Mitglieder und die waren 50. Ja. Okay, geil. Ja, und da haben sie trotzdem besiegt. Ich habe den Kampf leider nicht aufgenommen, weil ich zu der Zeit nicht konnte. Es war 8 Uhr morgens und ja, da war ich nicht da. Ja, wenn es morgens oder so ist, gehe ich immer nur mit der App online. Ja, es ist bei Und mir auch immer ziemlich schwierig. Also ich schaffe es auf S27 immer, auf S24 ziemlich selten, und auf S7 probiere ich es gar nicht erst. Also. so, komm, ein Dungeon können wir heute auch wieder plätten. Wer ist denn dran als nächstes?
glaube die Kanalratte. Oh, das ist keine Kanalratte, aber egal. Wieso, was ist es? Ja, ich spiele den französischen Server auf Französisch, weil ich halt auch Französisch in der Schule habe und so, und das passt halt ganz gut. Und da stand hier so Kanaille und ich dachte, das wäre eine Kanalratte und das war dabei so ein komischer Räuber. Ach so, ja, ich habe auch Französisch in der Schule, aber ei. Ach komm schon, der ist. Oh Mann. So wird das nix. Moment mal, der nächste Gegner ist der Endboss von hier. Okay, einen Versuch mache ich da noch rein. Mit den Pilzen, die ich noch übrig hatte, aber nö. Dann nicht. Dann nicht. Dann Mehr Waffe. questen noch ein bisschen. So, dann wollen wir auf S25 doch noch auch noch was umhauen. Oh, Quest ist zu Ende. Oh, ich habe nur noch meinen Lebenstrank. Das bringt auch so viel. Oh, cool. Ein Ausdauertrank. Den nehme ich doch dankend an. Ausdauer tragen würde. Oh. So. Ja, es ist auch immer so eine Sache. Also da muss man da. Hallo? Hallo, ja, mein Internet ist gerade abgekackt. Also, Das ist das erste Mal, dass das passiert ist. Komisch. das ist natürlich merkwürdig. Nee, bei mir ist es auch in letzter Zeit öfter mal passiert, aber das lag eigentlich daran, dass mein Kabel kaputt war, aber. Okay, da muss ich mal nachgucken, woran das jetzt gelegen hat. Vielleicht passiert es ja noch öfter, hoffe ich mal nicht. Na, hoffentlich nicht, genau. Wir wollen ja nicht hoffen. Eieiei. So. So. Schmeiß mein Buch. Komm, irgendwen von denen wird man doch Ja, wohl besiegen können. seit wann spielst du schon SNF? Also jetzt seit dem Herbst letzten Jahres habe ich angefangen auf Okay. S22. Ja, das wollte ich jetzt auch für das Video dann direkt drin haben. Oh ja. Ach, ich bin ja Stufe 130 geworden. Ah. Ich frage mich schon, hä, warum komme ich jetzt ein GW in der Gilde? Okay. So, komm jetzt. Ich brauche die Crits. Na, nee. Mein Intelligenztrank ist ja ausgelaufen. Dann wird das nichts. Außer ich krieg. Oh. Noch ein Crit, noch ein Crit, noch ein Crit. Ja! Sauber. So. Den Oktopus besiegt. Wuhu. Tja, ich weiß nicht, wenn ich jeden Kampf mir angucken würde, so den ich in den Dungeons mache, ui, hätte ich gestern wahrscheinlich 5 Stunden da gesessen. Ach komm, mir fehlt nur noch so ganz wenig zum Level-Up auf Stufe 160. Ah, wieso ist mein Stärketrank wieder ausgelaufen? Da finde ich gar nicht toll. Ja, ich habe ja noch zu der Zeit gespielt, als die Tränke noch nicht 3 Tage ging, sondern nur ein Tag. Okay. Das war schon lustig. Also, habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen kurz. Also, ich hatte da auch, da war ich noch 100 Alu-Spieler, also da hatte ich noch gar keinen 300 Alu-Account oder so. Da habe ich das, ja, 100 Alu-mäßig gemacht und da hatte ich eigentlich sowieso kaum Tränke und wenn dann halt nur mal so und dann halt meistens so. Nur für einen Tag, und da habe ich mir gedacht, oh, das ist aber dann doch ganz schön, wie soll ich sagen, wenig. Ja. Aber ich muss eigentlich noch was in die Toilette schmeißen, aber ich habe nichts mehr, oder? Kann ich eins von den Sachen da. Ach, von meinen Begleitern im Turm kann ich noch was reinschmeißen. Das. Ah, endlich. Langsam reicht es nicht. Wir betteln uns hier schon seit einigen Tagen, ich und ein anderer Offizier. Wir machen da immer so einen Fight und die letzten paar Kämpfe hat er immer gewonnen so und dann jetzt hat es mir irgendwann gereicht. Jetzt musste ich ihn mal besiegen. Ja, da hatte ich auch schon ganz